Man muss ein Barcamp mitmachen, um zu begreifen, was ein Barcamp ist. Talente ist ja das Wort oder das Motto von diesem Jahr. Es sind sehr viele wirklich spannende Themen und ich hoffe, dass alle auch mit den Erwartungen, die sie kommen, dass diese Erwartungen auch erfüllt werden können und wünsche Ihnen viel Spaß bei unserer diesjährigen Veranstaltung. Für mich die wichtigste Erfahrung war vielleicht, dass es in Form des Barcamps eine Konferenzmethode gibt, die ich für sehr viel effektiver und sinnvoller halte als die meisten Konferenzen, die ich so erlebe. Wir haben sowas schon mal erlebt und viele da in der Regel treffen sich dann ein. Es gibt ja sehr viele Studien, die beweisen, dass je aktiver sich man einbringt, desto besser behält man etwas. Das heißt, wenn ich 8 Stunden mich hinsetze und habe Frontvorträge, ist es nicht so effektiv, als ob ich jetzt direkt eingebunden werde und auch aktiv etwas tun kann. Ich bekomme dann vielleicht weniger Content, ja, aber dieser Content bleibt dann auch besser hängen. Und ich weiß auch, dass etliche Unternehmen, die auf dem Barcamp waren, dann angefangen haben, die Barcamp-Methode auch intern einzusetzen, sodass wir eigentlich permanent 2 Botschaften senden. Erstens, es geht um die ganzen sehr vielfältigen Themen und zweitens geht es darum, einfach die neue Methode Barcamp kennenzulernen. Und wir als Frankfurt University of Applied Sciences sind natürlich daran interessiert, Wissenschaft und Praxis zusammenzubringen. Also wir haben einmal natürlich das Interesse, unsere Studierende, unsere Mitarbeiter in dieses Barcamp mit einzubringen, unsere Themen mit einzubringen. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich daran interessiert, auch Kontakte in die Praxis zu knüpfen und auch unser Wissen in die Praxis zu geben, aber auch ganz spannend natürlich Erfahrungen aus der Praxis zu uns zu transferieren. Freue mich drauf. Bis dann.